herzlich willkommen zurück zu Let's Play NFL 2020 mit dem Rennen. Zweiter Versuch. Der Formel-1-Zirkus ist wieder einmal in Südostasien angekommen und bereit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Das Rennen hier in Vietnam kann jeden Augenblick losgehen. Eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und verläuft durch die vietnamesische Hauptstadt. Die 23 Kurven und die nasse Strecke werden heute unseren Fahrern alles abverlangen, denn an einigen Stellen der Strecke ist es verdammt eng. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Bottas, Charles Leclerc und Albon, Sainz Jr., Ocon, Ricciardo und Lance Stroll. Perez, Kvyat, Lando Norris und Raikkonen, Giovinazzi, Gasly, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Russell, King, Latifi und Richter. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. So, versuchen wir es nochmal. So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play NFL 2020 mit dem Rennen hier aus Vietnam. Kann nur besser werden. So, Strategie. Ja, passt so. Fahren wir rein. Schön weg. Ja. Ja, lass ich dich halt ziehen. Dann bei euch beide. Weil ihr blind eure Linie fahrt. Das war keine Absicht. Das Mist. Bremsfehler. Ich hab's so schön selber versaut. Hä? Was war das? Ja, das fahre ich können. Weil ich schön warten muss. Na super, ich war wieder 14. Markus, gehen wir nicht auf den Biss. Wer war davor? Norris für uns, aber... Ja, mal gucken, wir den... Ja, ich fahre das etwas andere, ein anderes Setup als die Konkurrenz. Ich fahre ja wahrscheinlich das Netz-Setup. Die fahren wahrscheinlich alle trocken, deswegen ziehen die mir gerade so weg auch. Ich weiß ja nicht, im ganzen Haus mir jetzt mal die Einstellung komplett raus. Verstehe ich nicht, aber gut, einer kann es ja nicht.
Erste Runde durch, P16. Was eigentlich ganz gut ist. Ich muss echt noch komplett am Verteidigungsmodus gerade fahren. Ich kann nichts machen hier gerade, weil ich wohl nicht an dem Auto vorbeikomme. So, jetzt bin ich ja mal am Platz. Oh, ich muss mich echt nur verteidigen jetzt die ganze Zeit, ne? Ein Setup. Solange die sich da hinbekriegen, soll mir das recht sein. Also da kann ich ein bisschen wegziehen. Oh nein, ich fahre nicht ohne Schaden. Eigentlich nicht, zumindest nicht bewusst. Aber ich wundere mich halt. So, Runde 3. 11 Runden noch. Jetzt verschwinde von meiner Seite, Teamkollege. Kein Fehler drin gehabt. Momentan noch P16, 17, das ist immer gut, eigentlich das Ergebnis. Die direkte Konkurrenz fährt hinter uns. Ich versuche den jetzt hier ein bisschen hinter mir zu halten. Das ist ja eigentlich der direkte Teamkollege, der mich erdrückt. Vor allem bitter ist, dass ich zwei Autos vorbei abziehen lassen müssen. Weil sie es eigentlich vorbeilassen sollte und der Geld geholt habe, warum auch immer. Jetzt komme ich hier ein bisschen weg, Gott sei Dank. Jetzt sind Gott sei Dank ein, zwei Grad, das geht noch. In den Kurven kann ich es immer ein bisschen verteidigen, aber nicht unbedingt auf den Geraden. Mit dem Rückspiegel, das macht das so viel einfacher, weil ich dann ungefähr weiß, wo die Konkurrenz ist. Wenn sie mir nicht gerade seitwärts in die Karre fährt. Jetzt kommen sie auch rüber. Ah, ich versuche noch ein bisschen wegzublocken. Also einmal darf ich ja die Linie wechseln. So, ist ein Alpha Tauri hinter mir, ne? Gasly, ja, okay. Solange mein Teamkollege im zweiten Prellbock da hinter mir auf Platz 17 steht. Auf Platz 17 spielt. Können wir die Williams auch hinter uns ein bisschen lassen.
So, vierte Runde. Der ist jetzt vorbei. Und jetzt fahre ich zu jetzt raus, das war's. Jetzt bin ich. Die alle hinter mir. Alle vor mir. Scheiße, Mann! Blöder Fehler drin gehabt. Viel zu spät gebremst. Und so fahren wir von 16 auf 22 zurück. Mal gucken, ich ja wenigstens an den beiden wieder. Und zwar heimlich, bevor mir vorbeikomme, die hinter mir zu lassen, das wäre das Wichtigste. Den ersten habe ich zumindest wieder mal. So kann man mit dem ersten ein bisschen zu jagen. Über diesen Overtake-Button. Und da versuche ich ein bisschen ranzukommen an den. Da jetzt mal ein bisschen in Position kommen. 9 Runden vor Ende des Rennens. Na, die Gerade ist nicht lang genug, um da dran zu kommen. Schön daran gekämpft. Vielleicht komme ich ran jetzt. So, vielleicht noch mit einer Haarnadel in anzugreifen. Ja, da mein Teamkollege, glaube ich, gerade auch von dem Haas noch gejagt wird. So. Gehen wir das Spielchen mit dem Williams kurz noch mit. Hab ihn. Okay, careful with the overtakes. That was very risky. We could have received a penalty. Ja, das wollte ich jetzt nicht. The gap to the car ahead is 1.5 seconds. Schön auf Platz 16 gelesen, ey. Über 14 eigentlich vorgefahren. Ich weiß, dass ich gerade ein bisschen auf Crashkurs bin. Ich will nur meine Position wieder haben. Aber die habe ich mir selber verbaut.
Aber wie sich the car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Oh Mann. Wieder so ein blödes Ding, ey. Behalte ich hinter mir. Nee, das ist jetzt keine so gute Idee, dass du mich überholst. Soll der Regen ja schwächer werden? Oh, Alter! Das ist mir schon. I definitely think we need to stay on this tire a bit longer, but there's no question. Ah, mein Gott, Alter, warum, ey? Was ist das mit heute für eine KI? Vergiss es. Also 19er was harmloser. Da haben sie nicht so krampfhaft versucht, dich noch wegzuschießen. Was willst du mit dem Fettmodus? Wir haben mindestens 0, irgendwas. Our gap to the car in front is 4.2 seconds. Wir haben den Fettmodus rein. Sechs Runden noch. Ja, wir werden hier ohne Sprit am Ende nicht liegen bleiben. Dann fahr vorbei. Wenn das Spiel will, dass ich letzter werde, ist das in Ordnung. Der erste Ausfall. Und selber schuld. Green flag. Ich habe nur meine Linie verteidigt, klar. Der erste zumindest ist schon mal weg. Und wir haben irgendwo P19. There's 5 laps of fuel remaining.
Firmen. Versuchen wir es halt nochmal. Zu verteidigen zumindest. Muss er ja jetzt auf jeden Fall sparen, sonst kommt man nicht richtig ins Ziel. Ach, komm mal irgendwelche Sekunden, ne. War mal dran an den beiden da vorne. Bevor ich euch dieses Rennen jetzt zu Ende ist. Cars are coming in for inters. It's touch and go, but could be worth the risk. We'll be ready if you want to box. Okay, die Gerste gehen natürlich jetzt auf die Inters. Dann versuchen wir es mal. Boxenstopp. Right, come in at the end of this lap. There's four laps of fuel remaining. Ich glaube, wir sind wieder, was Sprit betrifft, gut dabei. Na, ja, fast. Okay, clear. Nochmal, ich verteidige mich nur. Einmal darf ich wechseln. Ich darf nicht freiwillig ziehen. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Die bleiben draußen, die zwei Jungs. Exit now. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Die Frage ist, ob ich die noch kriegen kann jetzt mit 19, fast 20 Sekunden. Ich glaube, die beiden auch noch mal rein müssen.
There's 3 laps of fuel remaining. Die fahren schon mal durch. Ich hoffe, dass wir nochmal rein müssen. Reingehen. So, jetzt wird das hier der letzte Platz heute. Wir verfahren sie durch. Two laps of fuel remaining. Ich glaube auch nicht, dass er die schnellste Runde durchgezogen wird. 8,1 Sekunden, also du müsstest auf jeden Fall nochmal in die Box. Ich weiß nicht, wie die vorne mit den Reifen fahren. Sind auch immer noch 8,3 Sekunden. Tatsächlich durch. This is your final lap of the race. So, schnellste Rennrunde, aber die wird nichts bringen, weil wir nicht in den Top 10 sind. Das ist nur Statistik. Wind.
5 Sekunden, aber das schaffen wir nicht. Das holen wir nicht auf. Ein Rennwochenende zum Vergessen. Wobei das Training ganz gut war, aber das Qualifying und im Rennen haben wir es dann richtig verkackt. Ich denke, Punkt wird sich werden. Ja, toll! Ich habe schon noch den Punkt versaut. Die Möglichkeit. Da vorne sind die Williams, aber die werden ins zweite Sektor violett. Vielleicht kriegen wir doch noch eine Bestzeit. Ich glaube, das wird trotzdem nicht reichen für den Punkt. Ich glaube, das könnte nochmal eine Bestzeit gewesen sein am Ende. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Scheiße. Fahrer des Tages, okay. Das war's dann also. Was für ein fantastischer Grand Prix und was für eine tolle Leistung von den heutigen Siegern. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Richter. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, durch den Boxen ist doch ein bisschen versaut. Ohne den wären wir wahrscheinlich doch davor 20 Sekunden ins 13. Dann wären wir vielleicht davor gelandet. Dann wären wir sogar vom Teamkollegen gewesen. Von der Speed her. Naja, scheiß drauf. Egal. Nächste Woche fahren wir dann China. Katastrophenrennen. Aber naja, gibt es. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Ihr Teamkollege war heute schneller. War heute einfach nicht Ihr Tag? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So. Ja, irgendwas war heute. Klasse, das war dann alles. Naja, ist dann so. Nächste Woche China. Bisschen Kohle haben wir auch verdient, Gott sei Dank.
Naja, sehen uns dann nächste Woche wieder.